Noch öffnen sich die Tore im Klinikum Floridsdorf, doch das hat sein Ende am 8.1. bis zum 19.1. und das in einer der wichtigsten Abteilungen, nämlich der Kinderambulanz und der Kinderstation. Und das sorgt wieder einmal für Unmut, denn das Krankenhaus Nord, wie es früher geheißen hat, hat es schon in vielen Bereichen für Patienten und auch für Mitarbeiter für Unmut gesorgt. Auf der einen Seite wegen eines Personalmangels, der schon sehr weite Kreise zieht, und auf der anderen Seite baulich war ja auch das ein oder andere zu beanstanden, vor kurzem erst ein Wassereinbruch. Spitalsärzte haben schon bei Betriebsversammlungen immer wieder kundgetan, dass eben dieser Personalmangel auch zur Unterversorgung führen wird, dass es immer wieder dazu führen muss, dass Stationen gesperrt werden. Und das sorgt jetzt kurz vor einer anrollenden Grippewelle wieder einmal für Unmut, gerade für besorgte Eltern, die natürlich ihre Kinder gut versorgt wissen möchten. Das Krankenhaus hat auf der Homepage natürlich auch Angaben gemacht, lapidar, wie viele finden. Unten ist angeführt, wo man dann ausweichen kann. Auf der einen Seite das SMZ Ost steht zur Verfügung, das AKH und einige andere auch. Wenn Sie versorgt werden müssen, kümmern Sie sich früh genug darum, denn viele Krankenhäuser schaffen das nicht mehr.